Was ist ein fokussierter Ultraschall mit hoher Intensität? Hochintensiver fokussierter Ultraschall ist eine Krebsbehandlung, bei der Schallwellen mit hoher Frequenz verwendet werden. Ein fokussierter Strahl von Schallwellen wird auf Krebszellen gerichtet, um sie zu erwärmen und zu zerstören. Kurzfristig scheint hochintensiver fokussierter Ultraschall weniger Nebenwirkungen zu haben als andere Krebstherapien. Da es sich um eine relativ junge und experimentelle Methode handelt, sind die Langzeitwirkungen nicht bekannt. Prostatakrebs, Nierenkrebs und Blasenkrebs können alle mit HIFU behandelt werden, und die Technik wurde auch zur Behandlung von nicht krebsartigen Tumoren wie Uterusmyomen angewendet. HIFU ist am wirksamsten bei einzelnen Tumoren. Wenn sich Krebserkrankungen im Körper ausgebreitet haben, werden normalerweise andere Behandlungsmethoden angewandt. Die Lage eines Tumors könnte die Technik auch ungeeignet machen. Neben Nieren, Blasen und Prostatakrebs kann hochintensiver fokussierter Ultraschall zur Behandlung von Tumoren der Bauchspeicheldrüse und der Leber eingesetzt werden. Es wird auch in Kombination mit Magnetresonanztomographie verwendet, um Myome aus der Gebärmutter zu entfernen. Bei der Behandlung von Myomen wird bei Magnetresonanz gesteuertem fokussiertem Ultraschall ein Magnetresonanztomograph verwendet, um die Tumorstelle genau zu erfassen. Der Patient ist wach und liegt mit dem Gesicht nach unten im Scanner. Ein Knopf warnt das Personal, falls während des Vorgangs Unannehmlichkeiten auftreten. Magnetresonanztomographien ermöglichen eine dreidimensionale Darstellung des Körperinneren in Echtzeit. Dadurch kann ein Strahl von Schallwellen auf einen kleinen Bereich des Myoms fokussiert werden. Impulse von Schallenergie erwärmen das Gewebe, bis die Zellen abgetötet sind, und dies geschieht, ohne das umgebende Gewebe zu schädigen. Totes Gewebe, das durch die hochintensiven Schallwellen erwärmt und zerstört wurde, wird vom Körper resorbiert. Weitere Schallwellenpulse zerstören den gesamten Tumor, wobei die Magnetresonanzbilder zeigen, welche Bereiche behandelt wurden und welche nicht. Obwohl durch Magnetresonanztomographie geführte Fuß aufgrund der damit verbundenen Technologie teuer ist, umfassen die Vorteile geringere Nebenwirkungen und kürzere Krankenhausaufenthalte. Im Vergleich zur Operation besteht auch der Vorteil, dass für diese Art von Verfahren keine Vollnarkose erforderlich ist. Es ist bekannt, dass es bei der Behandlung von gutartigen und krebsartigen Tumoren wirksam ist, laufende Studien können jedoch die Nützlichkeit von hochintensivem fokussiertem Ultraschall bei der Behandlung anderer Erkrankungen, wie etwa Schmerzen durch Knochenmetastasen, beweisen. Knochenmetastasen sind krebsartige Wucherungen, die sich vom ursprünglichen Tumor auf den Knochen ausgebreitet haben.